Naja, das wird ja auch eine Minute plus. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, zu diesem Antrag kann man nur sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Die Debatte über ein Punktesystem ist ja nun wirklich nichts Neues, ganz im Gegenteil. Schon bei der Debatte über das Zuwanderungsgesetz vor 15 Jahren hat sich der Deutsche Bundestag über die Sinnhaftigkeit eines Punktesystems unterhalten und er hat es damals zu Recht verworfen und abgelehnt. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch im Juni diesen Jahres haben wir uns auf einen Vorschlag der Grünen hin mit einem Punktesystem beschäftigt. Und es kommt immer so der Vorwurf mit dabei ums Eck, dass Deutschland ein unattraktives Zuwanderungsland für Fachkräfte sei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Die OECD bescheinigt uns heute, eines der modernsten und fortschrittlichsten Zuwanderungsgesetze zu haben. Wir haben insbesondere in den Jahren 2012 und 2013 unser System der Ausbildungs- und Arbeitsmigration grundlegend neu strukturiert. Und ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, Deutschland ist ein hochattraktives Zuwanderungsland für Fachkräfte. Allein im letzten Jahr sind 204.000 Aufenthaltserlaubnisse zum Zwecke der Ausbildung und der Erwerbstätigkeit an Drittstaatsangehörige erteilt worden. Und dieser Trend setzt sich fort. In den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es allein 65.000 Arbeitserlaubnisse für Drittstaatsangehörige, also für Nicht-EU-Ausländer. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zu dieser schon sehr starken Zuwanderung aus dem nicht-europäischen Ausland kommt dann die Binnenmigration innerhalb der Europäischen Union, auf die wir keinen Einfluss haben. Allein im letzten Jahr kamen 634.000 Menschen aus den anderen 27 EU-Ländern nach Deutschland. Und allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es 153.000 EU-Bürger. Man sieht also sehr wohl, dass unser Zuwanderungsrecht funktioniert, dass es in der Lage ist, auch dem Bedarf entsprechend dem Bedarf Rechnung zu tragen. Wenn man sich mal die EU-Blue-Card-Richtlinie ansieht, dann ist auch hochinteressant, dass 80% der in der Europäischen Union erteilten EU-Blue-Card-Aufenthaltstitel allein in Deutschland erteilt wurden. Und wir haben auch hier in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Blue-Card-Inhaber in Deutschland zu verzeichnen. Zum 31. März 2015 waren knapp 22.000 Blue-Card-Inhaber in unserem Land. Und Ende Oktober dieses Jahres waren es bereits 58.000 hochqualifizierte Drittstaatsangehörige, die mittels einer Blue Card nach Deutschland gekommen sind. Wenn dann Sie, meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wieder auch stereotyp auf das kanadische Modell abheben, dann muss man Ihnen hier ganz deutlich entgegnen, die Kanadier haben ihr Punktesystem grundlegend überarbeitet. Und zwar dahingehend überarbeitet, dass sie die erforderliche Punkteanzahl de facto nur erreichen können, wenn sie einen konkreten Arbeitsplatz nachweisen. Und da liegt schon mal ein ganz konkreter Fehler in Ihrem Punktesystem und in Ihrem Gesetzentwurf. Sie knüpfen die Zuwanderung nach Deutschland nicht an den Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes. Und das tun wir sehr wohl. Wir wollen von der CDU/CSU, dass die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt erfolgt und nicht ins Arbeitsamt. Wir wollen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dass der Arbeitgeber, dass die Unternehmer entscheiden, wer für sie der richtige Mitarbeiter oder die richtige Mitarbeiterin ist. Und nicht, dass mit einem hochkomplexen Punktesystem entschieden wird, wer nach Deutschland kommen darf, ohne dass er einen konkreten Arbeitsvertrag in der Tasche hat. Und apropos komplex, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Sie haben insgesamt ein Punktesystem entwickelt, das mindestens 6 Parameter umfasst. Nach dem heute in Deutschland geltenden Zuwanderungsrecht ist es im Grunde genommen wesentlich einfacher. Es gibt für hochqualifizierte Fachkräfte aus dem nicht-europäischen Ausland 2 Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Erste Voraussetzung, ein abgeschlossenes Hochschulstudium, das einem deutschen Hochschulstudium entspricht. Und die zweite Voraussetzung, ein Mindesteinkommen. Normalerweise von in etwa 50.000 Euro, bei Mangelberufen sogar nur von ungefähr 39.000 Euro. Und ich sage auch mit sehr viel Ernsthaftigkeit dazu, das ist aus meiner Sicht nur recht und billig. Weil wir wollen nicht, dass sich die Wirtschaft oder die Industrie im Wege der Zuwanderung aus nicht-europäischen Ländern billige Arbeitskräfte holt, um hier den ohnehin teilweise sehr angespannten Kampf auf dem Arbeitsmarkt noch zu verschärfen. Wir haben im Grunde genommen ein Zwei-Punkte-System und Sie wollen es deutlich verschärfen.
in ein 6-Punkte-System. Deshalb ist Ihr Modell eine Mogelpackung. Es ist überhaupt nicht dazu geeignet, unser Zuwanderungsrecht, unser Migrationsrecht einfacher zu machen. Wir haben ein sehr modernes Zuwanderungsrecht, das vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle noch transparenter gemacht werden muss und auch noch besser verständlich gemacht werden muss. Und ich bin schon der festen Überzeugung, dass es richtig ist, dass wir auch als Union uns sowohl in unserem Regierungsprogramm als auch in unseren jetzigen Überlegungen stark machen für eine Modernisierung der Fachkräftezuwanderung, weil es gibt derzeit ja über 50 verschiedene Möglichkeiten nach dem deutschen Aufenthaltsrecht aus dem nicht-europäischen Ausland legal nach Deutschland zu kommen. Das ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach, das ist nicht ganz trivial. Generell so, dass deutsches Recht nicht immer ganz einfach ist. Aber ich glaube, dass es durchaus überlegenswert ist, dass wir unser Aufenthalts- und Zuwanderungsrecht leichter lesbar machen, leichter verständlich machen, vor allem auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Es ist zugegebenermaßen in der heutigen Zeit relativ schwer, für einen Handwerker, für einen kleinen Dienstleistungsunternehmer, für ein kleines mittelständisches Unternehmen in Südostasien den Fachmann oder die Fachfrau zu suchen, die unbedingt benötigt wird im Unternehmen. Deswegen sind aus meiner Sicht sehr stark auch die Verbände gefordert. Ich meine da vor allem auch die Außenhandelskammern, sehe aber durchaus auch den Staat gefordert in Form unserer Botschaften, unserer Generalkonsulate, hier noch mehr Werbung für unser Zuwanderungsrecht zu machen und auch durchaus unser Zuwanderungsrecht insgesamt noch leichter lesbar und leichter verständlich zu machen. Es gibt aber hier sehr wohl auch schon sehr gute Ansätze. Ich möchte nur das Internetportal erwähnen, Make it in Germany. Aber zugegebenermaßen, hier kann man durchaus noch mehr machen. Das Punktesystem, so wie Sie es, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der SPD, vorschlagen, ist anachronistisch, ist ein Punktesystem von gestern. Wir brauchen ein modernes, ein zukunftsweisendes Zuwanderungsrecht. Wir haben ein sehr gutes Aufenthaltsgesetz und werden dies in der laufenden Legislaturperiode noch weiter fortsetzen und weiterentwickeln. Darauf freue ich mich. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes Herr Dr. Gottfried Curio von der AfD, seine erste Rede.